Mario Kart 8, eines der berühmtesten Spiele überhaupt. Hat meine und ich glaube eure Kindheit sehr geprägt, bis zu einem Punkt, bis es sich komplett verankert hat. Es ist das Rennspiel, was gemeint ist, wenn Leute durch rote Schildkrötenpanzer ausrasten und durch Bananen, die auf der Strecke liegen, ihren Controller und ihren Tisch am nächsten Tag kaputt auffinden. Fangen wir also mal von vorne an. Mario Kart ist ein Game, was dafür bekannt ist, während eines Rennens Items zu benutzen, um Gegner davon abzuhalten, schneller zu sein als man selbst. So, das haben wir dann erstmal alle, glaube ich, verstanden. Was man durch die Twitch-Szene auch gesehen hat, kann es auch zu ganz leichten Ausrastern kommen. So, und jetzt stellt euch mal vor, man müsste jeden Tag so lange spielen, um bei jedem Cup erster Platz zu werden und jedes Mal alle 3 Sterne bei jeder Strecke wiederholend auf jeder Schwierigkeit zu bekommen. Ja, genau, hört sich nach absolutem Krampf an. Ich, Idiot natürlich, habe mir das als Aufgabe gemacht. Ich habe mir also die nächsten Wochen vorgenommen, jeden Tag Mario Kart 8 Deluxe zu spielen, um auf jeder Strecke, auf jeder Schwierigkeit 3 Sterne zu bekommen. Rechnen wir das doch mal eben aus. Jeder Cup hat 4 Maps, es gibt 12 Cups. Dazu sind noch die 10 weiteren von dem Booster DLC gekommen. Das heißt 22 Cups. Es gibt 5 Schwierigkeiten. 50 CCM, 100 CCM, 150 CCM, gespiegelt und dann 200 CCM. Das heißt insgesamt 440 Rennen. Bei ungefähr 3 Minuten Spielzeit pro Rennen sind das 22 Stunden Spielzeit. Ja, ist doch nicht so viel Zeit, denkt man sich. Ja, ist es auch nicht. Wenn man immer Erster wird, First Try. Leider der Junge hier spielt nun zum ersten Mal Mario Kart 8. Genau. Ne? Dies ist also meine Geschichte zur 100% Map Completion von Mario Kart 8 Deluxe. Wie jeder weiß, wenn man sich etwas vorgenommen hat, ist man übermotiviert. Man denkt, man könnte alles schaffen, ne? So, heute ist der Beginn einer Serie, würde ich sagen. Mario Kart 8 Deluxe komplett durchzuspielen. Was erwartet man auch anders? Habe ich mir einfach gedacht, greife ich mal das Game einfach auf. Ich will mit unserem geilen Typen, habe ich schon erstellt, GGD. Er ist noch nichts gefahren. Gar kein Progress, also halt gar nichts. 0 Kilometer fahren, 0 Coins gesammelt, gar nichts. 0, überall 0. Online-Play, auch gar nichts. Wireless-Play, gar nichts. Deswegen, heute machen wir wahrscheinlich die kompletten 50 CC weg. Hauen sie raus. Wir spielen natürlich geilen Kart her. Ja, würde ich sagen, am Anfang. Erstmal Standard-Kart. Habe ich auch noch gar nichts freigeschaltet. Natürlich spielen wir auch die ganzen Booster-Kurs-Tabs durch. Auf jeder Stufe. CC 50, 100 und 200. Also, das wird ganz spaßig. Aber ich würde sagen, naja, dem ersten. Und gehen dann der Reihe nach. Ja, falsch gedacht. 50 CC war das langweiligste, was man überhaupt hätte spielen können. Die Gegner waren nach einer Runde die halbe Map hinter dir. Man konnte sie einfach am Ende noch überrunden. Ich glaube, eine Redshirt würde ich nicht erreichen. Gerade erst bei dem. Scheiße. Ich glaube, das ist mir zu einfach. Aua. Noch mehr getroffen. Jetzt sind die weit hinten. Das hat keinen Spaß gemacht. Das war Hölle. Keine Kommunikation für 7 Stunden lang. Einfach nur starr auf den Bildschirm starren. Man konnte, glaube ich, die Frustration schon in meinen Augen erkennen. Und das nach nicht mal einem Tag. Ich rutschte dann auch so weit in meinen Stuhl hinein, bis ich komplett fast drin liegen konnte. Der erste Tag war leider nur der Anfang und hat mir ganze 7 Stunden meines Lebens geraubt, um 50 CC nicht mal bis zum Ende spielen zu können. Ich kann nicht mehr. Ja. Morgen geht's dann weiter. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bye bye. Der einzige Idiot, der sich diese Folter selber aufhetzen würde, ist ein Volltrottel. Ach ja, ich. Aufgewacht hatte ich dann am Daumen dann erstmal eine Wunde. Auch geil, aber wen juckt's? So, Tag 2 beginnt. Ich würde sagen, das ist mein Update nach einem Tag. 244 Kilometer gefahren, 600 Coins collected, Favorite Course, warum auch immer das, aber okay, wahrscheinlich, weil ich das als letztes gespielt habe. Ich habe nicht eine Map doppelt gespielt, bis jetzt. Ja, das, was ich halt immer spiele, Bitty Buggy, Roller, Parafall, Drifts, 3352, Minitubers 1588, das heißt 50% von meinen Drifts war useless. Wir haben es gestern nicht geschafft, die letzten 2 Cups zu machen, weil fucking müde und so alles. Deswegen
einmal jetzt die Durchspeedrun und dann sind wir auch direkt schon bei 100 CCM, ne? Weitere Stunden raubte mir 50 CC dann noch und ich konnte nichts anderes tun, außer auf den grellen Monitor zu starren und weiterhin Augenkrebs zu bekommen. Nach was sich anfühlte wie Stunden, habe ich dann auch mal 50 CC komplett beendet. 50 CC, 12 goldene mit 3 Sternen und 10 goldene mit 3 Sternen. Fehlt halt nur noch die letzte Wave. Doch was mich erwartete, war nicht wirklich besser. 100 CC war nämlich einfach das gleiche. Die NPCs kamen einfach nicht wieder aus dem Quark, die waren die ganze Zeit hinter mir und es war einfach überhaupt keine Challenge. Aber auch die ich hab Snake nicht bekommen. Oh nein, ich hab eine Banane gemacht. Zack, komm, denkt ihr, ihr würdet ein Spiel für 10 Stunden lang spielen, auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe, nur um dann einfach eine Schwierigkeit freizuschalten, die genauso beschissen leicht ist? Ich glaube nicht. Immerhin war dies vom Gefühl her ein bisschen schneller, was die Zeit, um 100 CC zu beenden, etwas verkürzt hat. Und wenn ich darüber rede, um etwas, meine ich auch wirklich nur um etwas. Hat was gebracht gegen jemand. Da! Wir waren am Bot zu Aim, Alter. Ja! Nein! Da war. Ja, da geil. Ei! Und drüber geschrien und drunter geflogen. Ich bin das Spiel auf Erden. Und dran vorbeigefahren. Und in den Abgrund. Ja, Mann. Ah, was? Nachdem diese Folter dann endlich zu Ende war, war der Tag dann auch schon wieder rum. An diesem Tag habe ich dann erfolgreich den Rest von 50 CC und 100 CC komplett weggefetzt. Wir sind mit 100 CC fertig. Ciao. Oh, okay, ne? Wir haben 100 CC. 100 CC fertig in 6 Stunden. Oh mein Gott. Den einzigen Motivationsbooster, den ich dabei hatte, war, dass ich nach 50 und 100 CC 176 Rennen hintereinander erster Platz war. Können wir mal ausrechnen. Wir haben 10, 12, 22, 44, 4, 800, 2, 6, 75, 176 Rennen hintereinander gewonnen. Tag 3. Es steht an. Richtig. 150 CC. So, Tag 3 beginnt. Gestern 100 CC fertig gemacht. Komplett. Haben wir jetzt 50 CC, 100 CC, 150 noch nicht Mirror und 200 steht uns noch an. Wir sagen, bringen wir mal direkt wieder rein, ne? Man denkt sich jetzt so, ja, fängt jetzt endlich an Spaß zu machen, ne? Weil man endlich eine Challenge bekommt und herausgefordert wird. Normalerweise schon. Aber nicht in dem Fall, wenn man jeden Tag Mario Kart spielt und das hinter sich bringen möchte. I don't see shit. No. Ja, wahrscheinlich. God fucking way. Where are you going, Bowser? What? No. What? Bowser's on my ass. Was ich mir nämlich gedacht habe, ist, dass ich jetzt endlich Spaß habe und dann schneller das beendet wird, weil mir ja schneller fährt. Aber nein, ich habe ja nicht die Möglichkeit bedacht, dass die Bots jetzt auch schneller sein können. Nein, oh mein Gott. Yo, wie die mich einfach alle überholen, was soll das? Also siehe da, es wurde nur noch mehr frustrierender, weil ich anscheinend nicht die fucking Bots schlagen kann. Auf 150 CC. Deshalb wurde ich immer mehr und mehr und mehr und mehr tiltet, bis ich nach fast 4 Stunden Rage quittet habe und gerade so noch die Standard Cups fertig machen konnte. Oh, what the? Ja, egal. I dodged you, I guess. No, I didn't. What? No way. What? Bruh. Yeah. Bro, no. No way. That was 6th place? What? Yeah, you motherfucker. Ich liebe Blitzkriege. You money, how about can you stop falling off the map? That would be great. No, not the blue shell. Shit. Ah, shit. No, where are you going? What the fuck is this? Bro. Ich glaube einfach, heute ist nicht so wirklich das. Ja, alles klar. Oh. Nee. Hammer. Ja, okay. Na. I don't think today is the day. Yeah, of course he gets a red shell. Another? No, that's kept. And a blue shell. Way. I'm excited, man. Love it. Yeah. This game. Yeah. Nice. No fucking way, right? Why is it? Oh, fuck you. Na, sorry. Was ist das für auch eine Pflanze, Digga? Warum packt die mich so ab? Was ist das? Oh mein Gott, diese hucklige Scheiße, Digga. Biss dich. Wichser. Gut. Ja, wahrscheinlich, Digga, ne? Ja! Nee.
Wir haben die jetzt schon wieder so heftig aufgeholt, Alter. Was? Die ganze Zeit kriegen die Bots immer wieder Blitze, rote Panzer und blaue Panzer, die mich die ganze Zeit getargetet haben. Weil es muss ja schwer sein für den ersten Platz, ne? Damit sind wir endlich am vierten Tag angelangt. 150 CC war das letzte Mal ein bisschen zu frustrierend. Deswegen haben wir nur die Standard-Cups fertig gemacht. Müssen nur noch Booster-Kurse machen. Machen wir dann heute alles fertig. Ich dachte mir so gestern, war sehr energieraubend. Ich hatte ja auch absolutes Unglück. Ja, ne? Die Booster-Kursstrecken mochte ich schon nicht in den letzten beiden CCs. Jetzt haben mir die mir so richtig einen Arschbohrer gegeben. Alter! Da bleibt's, Alter! Ah, scheiße. No. Aha. Ja, scheiße. Ja, komm. Wie kann der mich so schnell überholen, Junge? Ja, moin. Ja, moin. Oh, no. Oh, no. 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 Oh. Ich wurde kurz vorm Ziel immer wieder von Panzern, von Blitzen und von Bananen getroffen. Und dann natürlich noch überholt. Was erwartet man? Musste dann natürlich das ganze Ding nochmal von vorne machen. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Dritte. Ja, und noch eine rote. Absolut geil. Aha, natürlich. Natürlich. Love it. Wohin? Ich sehe nichts. Na, ein als wenn. Eine blaue, alles klar. Diese scheiß Tourmaps, ne? Ich hasse die so sehr. Die fahren sich übelst ekelhaft und suchen absolut gar nichts in Mario Kart 8. Tour ist doch eh nur ein dreckiges Handyspiel. Und dann noch die Maps von denen in ein DLC reinballern und sagen, ja, wir haben ja neue Maps rausgebracht, ist absolut räudig. Wenn ich irgendeinen kleinen von euch erwische, der sagt, dass die Tour-Maps in Ordnung sind, dann passt mal besser auf. Die Tour-Maps waren auf jeden Fall der springende Punkt, weshalb ich an diesem Tag so frustriert war, dass ich nicht mal nach 3 Stunden schon aufgehört habe, weil diese scheiß Tour-Maps mir so zum Hals stehen, ne? Und es ist die Scheiße. Oh nein. Oh nee. Was hat der schon? Aber ein Pilz direkt da, kannst du weiß direkt wo du abkürzt, aber zieh mal so von, dass vorne bleibt. Ja, komm, fick dich. Was? Was? Als wenn ich nur einen Pilz bekomme. Ein Pilz, auch geil. Oder im Elften, ein Pilz, geil. Wollt mich doch komplett flachsen, Junge. Okay, fertig. Wow. So Scheiß-Maps, Alter. So Scheiß-Maps. Absolute Scheiß-Maps. Dieser Apokal, ne? So ein Scheiß. Keine Map davon ist gut. Keine. So Müll, Alter. Müll. Was ist das? Auch noch eine Tour-Map? Ja, natürlich ist das ein... Können auch keine neuen createn, ne? Nein, die müssen aus Tour. Ja, Kurs. Ach, jetzt crash ich und niemand überholt mich, aber wenn ich den perfekt wäre, wie es geht, ich kann... Dann. Ja, bin ich mal richtig konsistent. Fahren manchmal wie Götter und manchmal wie fucking, keine Ahnung, Dreijährige. So wie ich jetzt gerade wie ein Dreijähriger fahre und der zweite nicht mehr überholt. Verstehe. Alles klar. Was war das für ein Move vom Donkey Kong, Digga? Was? Nicht mehr. Wie einfach nicht mehr, Alter. Was ist das? Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ernsthaft nicht. Warum so jung? Ja. Ey, brauch eine Pause. Wir sehen uns morgen. Bye, bye. Ich habe es trotzdem noch geschafft, 8 von 10 Cups zu bannen von den Boosterkursen an diesem Tag. Tag 5, sogar energiegeladen und wieder voller Motivation, so wie es ist, nachdem man seine Frustration an sein Kissen ausgelassen hat. Ich glaube, meine Augen sind jetzt ein bisschen angeschwollen von den ganzen Rumhöllen, aber ist ja egal. Auf jeden Fall hat man schnell die letzten 2 Boosterkurs-Maps von 150 CC beendet, damit man eben ein Erfolgserlebnis hat. So wie wenn man zu seiner Mutter rennt und stolz sagt, dass man etwas geschafft hat und sie nicht die erwartete Antwort gibt. Genau, es gab keins, sondern nur Frust. Ach ja. Das war's dann auch schon wieder. Warum lädt es nicht? Meine Lieben. Nice. Okay. So. Nach dem, kann man sagen, Rage Quit von letztem Mal, haben wir es leider nicht geschafft, die 150 CC fertig zu machen. Wir haben 3 Races vor uns. Genau, 3 Pokale noch. Um weiter rumzuschneiden, ne? Gehe ich mal direkt rein. Weil, um ehrlich zu sein, nach dem letzten Mal will ich 150 CC so schnell wie möglich haben, dass wir direkt weitermachen. Gespiegelt wird zwar genauso, aber
sodass wir erstmal ein bisschen Progress haben. Deshalb vielleicht ein bisschen entspannt spielen, sodass man nicht direkt übertreiben muss und Raketen kriegst und so, sondern einfach mal, keine Ahnung, ein paar clean Lines fährt, nicht hier rausfährt und einfach mal ein bisschen sein Leben chillt. Ich will ganz entspannt. Ja, keine Hektik, kein gar nichts, entspannen, Items verlieren, das gehört ja auch dazu, aber naja. Vielleicht auch mal keinen Scheiß einstellen, das wäre glaube ich auch nochmal gut. Zum Beispiel Coins ansammeln. Ah, und weit außen, Coins, klar, und wieder verloren. 6, nehmen wir mal hier noch die 3 mit, da haben wir 9, perfekt. Und da die 10, dann müssen wir nur irgendwas mal jetzt nicht, ist klar, habe ich eh verloren. Nice. Können wir bitte die Coins nicht schon wieder. Okay, nice. Ah ne, okay, ich dachte, das wäre schon letzte. No. Ich mache immer wieder den gleichen Fehler, ne? Ja, alles klar, soweit. Ja. Nice! Und wieder. Eine Banane in den 5. Platz. Gut. Da ist es, ich komme in der letzten Runde Büsche. Geil! Oh Gott. Oh no. Ja. Oh, du Wichser. Eine Coin. Ah, nein, ah, oh, nice. Funny. Ich hab das Gefühl, irgendwie, ich sehe die Münzen als Bananen an, so, und ich die einfach, what the fuck war das, die Coin? Nice, nice. Bruh. Oh, wie ich fahre, Alter. Alles klar, gut, dein Wund. What the fuck? What? Nice, war ja auch da die fuck, ja. God, why am I so, warum bin ich so müde heute? No. Oh, mein Gott. Ja, komm, wahrscheinlich. Was ist das denn? Einfach ein Spiegel, Digga. Alles klar. Und direkt wieder die alten. Die. Nice. Alles klar. Und ein paar fucking. Yo. Oh, cool. 2 gratis. Yeah! Genau, ne? Okay. Haben wir jetzt 150 CC fertig. Um ehrlich zu sein. Das war jetzt nur die Fortsetzung von dem letzten Stream, wo ich Rage-Quitter bin. Weil ich keinen Bock hatte auf das. Aber es hat mir gerade nicht wirklich. Gut getan, deswegen sag ich mal, bis morgen. Weil morgen machen wir 200 CC und 100 und gespiegelt kommen später erst. Also, ciao. Ich war so zum Boden zerstört, dass ich nur die letzten 2 Cups an diesem Tag schaffen konnte. Also, Tag 6, ich bin gut gelaunt. Das heißt, Gutes. Vielleicht schaffen wir heute 200 CC durchzuspielen. Wir haben 50 CC fertig, 100 CC fertig, 150 CC fertig. Mirror machen wir später, weil es ist das gleiche wie 150 CC und darauf haben wir Bock. Also spielen wir 200. Weiter geht's zu Tag 6. An diesem Tag war ich sogar richtig gut gelaunt. Begonnen hat man da, wo man aufgehört hat. 200 CC war der Modus, auf den ich mich am meisten gefreut habe und der mich auch auf diese Challenge gebracht hat. Die ersten Cups liefen einwandfrei und ich hatte sogar richtig Spaß. Leider musste man dann wieder enttäuscht werden, weil 200 CC nicht umsonst der schwerste Modus ist. Man wurde wieder kurz vorm Ziel überholt und meistens bei der letzten Map. Anscheinend hatte ich halt einen Panzermagneten im Arsch stecken, weil mich so viele von hinten gebumst haben. Alter, das könnt ihr mir nicht glauben. Holy. Got them. Oh, scheiße. No way, right? Ivy gesehen. No! Wohin? Oh, gut. Aua. Was? Oh, scheiße. Wow! Ivy. Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, right? Ich hab eine Münze. Oh. Ei. No, no. No! Die Cups zogen sich dann immer weiter in die Länge, bis ich bei der Hälfte der Standard-Cups dann wieder komplett am Boden war und einfach nicht mehr weitermachen konnte. Was? Wie bin ich da jetzt stecken geblieben? Nee, ne? What? Hey. Oh, ja, wahrscheinlich, ne? Immer diese. Ei. Oh, no. 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 What have I done? Ja, na, shit. Jau, was mache ich denn hier für Scheiß? Ich kann dreimal diese hier bekommen. Was? Wo? Hä? Ja, alles. Einfach 2 Münzen. Mache ich? What the fuck is happening? Und warum bin ich Erster? Dann, oh, fuck off. Oh, no. No. Okay. And another restart. finally. Nice. Okay, cool. Nach 3 Versuchen. Nice. Oh, hallo. Was macht die? Was pusht mich? Was hat? Nein, jetzt werde ich noch überholt. Ernsthaft? Okay. Nice. Läuft. Bananas. Scheiße. Wohin? Wohin, Junge? Ey, oh mein Gott, ja. Was? Der klaut mir einfach. Tipps. Nein. Als wenn ich das jetzt. Ja, ist. Oh, Pilz. In der richtigen Situation. Perfekt. Alles klar. Diese Pflanze, ne? Ich hasse sie. Die ist irgendwie bei jedem CPU-Race so fucking schnell. Boah, ist der fett, Junge. Oh, Patty. Patty, geh um die Kugel, bitte. Danke. Nein. Und es fängt schon an. Nein. Oh.
gefragt, bist du Pet, Junge? Aber ich kann noch nicht mal alle Pizza-Pets nehmen, weil der einfach so schwer ist beim Lenken, Junge. Die ganze Zeit nur breakt mich hier gerade. Ei, Banana. Ei, Scheiße. Ei, ich weiß nicht, was abgeht. Zu viel. Aua. Ja, alles klar. Oh, oh. Und kein Item bekommen. Nice. Ei, warum ist das so fucking kurvig? Ah, was soll das? Feuerblume und fucking Boomerang. Ja, die habe ich jetzt gar nicht nötig gehabt. Ja, alles klar. Ah, du. Ja, oh, warum bei. Ja, Banana. Diese Stelle ist nicht so heftig. Zu Tag 7 und zu Tag 8 kann man auch nicht viel sagen. Ich habe da 200 CC einfach komplett durchgeballert. An Tag 7 einfach die Hälfte von den Standard Cups fertig gemacht und an Tag 8 dann die kompletten Booster Kurse. Oh, nein. Ja, nice. Alles klar. Ja. No way. Ah, ah, was? Way. Ja, Digga. Scheiße. What? Na, scheiße. Du Wichser, das war's. Nein, was mach ich denn jetzt für den Müll? Ah, goddammit. Nein, hä? Ah, ah, nein, nein, warum so schnell? Oh, fuck. Warum ist der Pizza so schnell? Oh, oh. Ah, jau. Ganz genau. Ich seh nix. What, ja, da, da, da. Das ist safe. That's right. No, ja. Nein, was möchte? Nein. Ah, oh, safe. Nein, Tag 9 habe ich dann realisiert, dass ich mich so krass an 200 CC gewöhnt habe, dass ich, als ich angefangen, gespiegelt zu spielen habe, mir fast schlecht von dem Gedanken geworden ist, dass ich echt jetzt einen langsameren Modus spielen muss, der mir fast mehr als doppelt so viel Zeit raubt als in 200 CC. Um überhaupt noch mental stabil zu bleiben, habe ich dann einen Mii erstellt, der die Emotion dann wieder gespiegelt hat. Ah, versteht ihr? Gespiegelt? Ach, egal. Auf jeden Fall habe ich natürlich darauf geachtet, dass er sehr kinderfreundlich aussieht. Hier, schau mal. Da, rote Augen. Mund, genau. Als er kinderfreundlich sein soll, ein schönes Lächeln, ne? Genau, ein schönes Lächeln. Sehr nett, würde ich sagen. Genau, ein sehr schönes Lächeln für Kinderfreundlichkeit. Natürlich darf ein Bart nicht so, wie ich sagen, ein so ein kleiner Bart. Und man muss ja auch gepflegt aussehen, ne? Die Farbe, die Augenbrauen, und natürlich die Lieblingsfarbe, würde ich sagen, weiß. Weil, ja, sag ich ganz mehr dazu. Die Leser muss ja auch ein bisschen gebildet sein, weißt du? Ja, ja. Natürlich, die Brille muss den Augenbrauen passen. Also, ja. Ja, würde ich sagen, passt. Und dann kam Tag 10, der längste und auch der letzte Tag dieser Challenge. Wir sind im Endspurt der Challenge angelangt. Es gab erstmal keine großen Schwierigkeiten. Halt die typischen Sachen. Panzermagnet anscheinend wieder im Arsch stecken lassen, die Blitze angelockt, so wie wenn man seinen Hund ein Leckerli geben möchte, kommen dann auch immer mehr und schneller zu dir. Über die blauen Panzer brauchen wir gar nicht erstmal drüber reden. Die habe ich nicht mal mehr wahrgenommen, weil die schon so häufig aufgetaucht sind. Dann aber muss es natürlich wieder krachen. Die letzten beiden Cups, ne? Die haben mir so krass die Seele rausgerissen. Der vorletzte Cup hat mir die Zeit erstmal um eine Stunde verlängert. Ja, weil er sich dachte, komm, lass ihn mal noch ein paar extra Runden drehen, ne? Ihr denkt jetzt ja, eine Stunde ist aber nicht so viel. Ja, stimme ich euch zu, aber nicht, wenn man schon 4 Stunden am Stück den Scheiß spielt. Immer bei der scheiß letzten Map musste man natürlich kurz wieder vor dem Ziel überholt werden. Ich wollte da so heftig meinen Controller fressen, ne? Dann, aber endlich geschafft, dachte ich mir so, okay, der letzte Cup, komm, noch eben Endspurt. Aber nein, der wollte mir noch richtig was beweisen. Erster Versuch. Erste Map geschafft. Okay, gut. Zweite Map geschafft. Okay, wir bekommen Traktion. Dritte Map. Kurz vor dem Scheißziel in der letzten Runde mit Items bombardiert. Was war das denn? Banane, na Banane. Traurig. Junge, geht ja noch weiter. Hallo. Wahrscheinlich jetzt noch von Scheiß. Ja, wie es aussieht. Ja, ja, nicht das Ende. Gut, auf zum nächsten Versuch. Zweiter Versuch. Erste Map geschafft. Zweite verkackt. Okay. Nein, Bastard. Nein. Ich will nicht nochmal wiederholen, Junge. Ah, yeah. Ja, nehmen wir Wiggler, Digga. Wiggler Action. Dritter Versuch. Erste Map geschafft. Wieder zweite Map verkackt. Okay, das kam jetzt unerwartet. Nein, als wenn, du Bastard hast. Nee, ich kann gerade nicht. Du machst keinen Bock mehr. Wir diesen scheiß Cup jetzt fertig haben. Nein. Der vierte Versuch. Erste Map geschafft. Zweite schon wieder verkackt, Alter. Diese Map bringt mich einfach beim Editing noch zum Tilten.
nicht einfach so, nein, Digga, einmal schon wiederholt, zweimal wegen Bastarden, das andere nochmal wegen Bastard. Alter. Jetzt will er zack. Ja, genau. Bleib jetzt so weit lang. Hey, alles klar, ich habe gerade einen Scheiße. Ah, alles klar. Okay, ja, wo keine Mütze. Ah, da kommt eine Banane. Ah, Bunny. Ah, noch eine Banane. Bunny. Ah, Bunny. Jetzt habe ich keine Verteidigung. Das heißt, ich bin sowas von am Arsch. Ja, weil die auch die ganze Zeit mir scheißen. Wenn ich den nicht treffe. Ja. Okay, der fünfte Versuch jetzt. Erste geschafft. Zweite Map geschafft. Okay, wir sind vorbei. Volle Konzentration jetzt. Gesagt und nicht getan. Die dritte Map verkackt. Ich hab's geschafft, diese Strecke. Sonst ist nichts. Ja, ja, hab ich mir gerade auch gedacht. Und das war sogar lucky, weil ich es, um ehrlich zu sein, fast nicht geschafft hätte. Wieder. Und nur ein Mushroom ganz am Ende bekommen habe. Also verdammt lucky, wenn man mal so davon. Aber ich behalte diese fucking Antenne jetzt. Nee, hab einfach keinen Bock mehr. Dann der sechste Versuch. Erste Map geschafft. Zweite Map geschafft. Dritte Map geschafft. Und endlich die vierte Map geschafft. Oh, na, finally. Oh, okay, sind noch finalen Stats. 1736 Kilometer gefahren, 4007 Münzen eingesammelt, 18586 Drifts, davon 8381 Minis, 4193 Super Minis und 1905 Ultra Minis. Ah, alles klar, Digga. Weg mit Mario Kart 8. Und somit habe ich nach 40 Stunden Spielzeit die Challenge hinter mir gebracht. Aber damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch dann noch was. Vergesst nicht zu abonnieren. Tschö.